Wenn du die Drachenkultisten aufhalten willst, musst du durch das Portal gehen und was auch immer finden, bevor sie es finden. Das werde ich, leb wohl. Okay. Habt ihr noch Fragen, bevor ihr durch das Portal geht? Wie weit hat Adessa mit den Bemühungen mit dem Portal gekommen ist? Sie hatte auch erst vor kurzem den Mechanismus entschlüsselt bei Angrosch. Wird etwas später gekommen, wäre sie fort gewesen. Die wäre doch wahrscheinlich auch safe gestorben. Habt ihr eine Ahnung davon, wie dieses Portal zu öffnen ist? Offensichtlich sind die Obsidian-Scheiben nötig, die in den entsprechenden Vertiefungen an den Säulen gesteckt werden. Ich denke, ihr braucht dann nur noch hindurchtreten. Ich werde ihre Aufzeichnungen währenddessen auch intensiver studieren. Noch hinweisen, okay. Gut, ich mache mich sofort auf den Weg. Na klar. Aber erstmal wird das hier nochmal beklaut. Gut. Ich muss gerade jetzt noch einen anderen Ring geben eigentlich. Damit sie dementsprechend auch hier. Warum habe ich so einen niedrigen Paradewert eigentlich? Ich habe halt null Behinderung. Also es kann daran gar nicht liegen. Aber es könnte auch daran liegen, dass der Stab halt einfach mich ein bisschen schlechter macht. Was das angeht. Jetzt gucken wir mal, zaubermäßig. Kann ich aktuell nur den Corpo Frigo erhöhen? Und sonst brauche ich ja eigentlich von den Sachen hier jetzt nichts, ne? Mal gucken, was macht meine Attacke Basis und so nach oben. Aber das Mut, Gewandtheit, Körperkraft. Oh, Paradebasis ist auch nach oben. Na, jetzt habe ich da ein bisschen mehr. Die Paradebasis wird Intuition gewandelt, Körperkraft. Na, komm. Geht halt ein paar Punkte drauf. Ist ja egal. Ja. Wofür habe ich die denn? Ja, wenn nicht dafür. Mit diesen schlechten Texturen. Die verwaschenen. Das ist ein großes Portal. Die Tiefen von Gruldur. Gibt's hier noch irgendwo was? Nee. Komm, dann geh ich einfach durch. Ich hab zwar keine Ahnung, wie ich da wieder rauskommen soll, aber. Oh. Melon. Okay, ja. Ah ja, hier ist natürlich das Portal hinter mir zugegangen, damit ich hier auch schön gefangen bin. Bei Angor. Ein toter Zwerg. als ob das noch nie passiert wäre. Oh. Wer bist du? Was machst du hier? Du bist nicht tot? Nein, ich bin quicklebendig und das soll auch so bleiben. Wer bist du und was bist du denn? Oh, so vieles wurde vergessen. Was wurde vergessen? Du hast meinen Namen vergessen. Alle haben meinen Namen vergessen. Ich habe ihn nicht vergessen. Ich habe ihn noch nie gewusst. Na, wie ist denn dein Name? Ja, ich habe ihn auch vergessen. Das ist ein Geist, nicht wahr? Weißt du das wenigstens? Ja, ein Geist, ohne Namen. Gebunden auf ewig in diesen Höhlen. Denn mir wurde das Liebste genommen, was einzigst... Das einzigst, das mir... von ihr noch geblieben war. Ich finde keine Ruhe, solange sich...
es sich in den Krallen der verfallenen Gräumurin befindet. Ein Schmuckstück, vielleicht von deiner Liebsten. Ich werde die Augen offen halten. Finde es für mich und erlöse mich von meiner Existenz. Das Amulett, ja, das Amulett ist das. Nimm dafür, was niemand sonst hier unten noch gebrauchen kann. Du willst mir etwas geben, was sonst niemand hier unten braucht? Es ist alles tot hier unten. Sie gehen durch Wände. Kannst du durch Wände gehen? Nur die Lebenden benötigen noch Schlüssel für die runden Türen. Schlüssel, ja, das hört sich gut an. Hey, bleib hier, wo ist der Schlüssel? Ich hoffe, du nimmst es mir nicht übel, wenn ich einmal die Taschen deine Überreste nachschaue. Zyklopisches Artefakt und eine Fischfackel. Ja, kann ich da nicht benutzen, ne? Ich gucke jetzt einfach mal hier nach. Oh! Das schwarze Herz aus Adamant liegt sicher verborgen hinter den Feuerfällen von Albomosch. Das adamantene Herz und die Feuerfälle von Algomorsch. Wir kommen dem Geheimnis näher. Bleib hier standhaft, auch auf den letzten Schritten. Okay, das sieht mir so aus, als würde ich hier direkt weiterkommen. Dann gehe ich jetzt einmal da die Treppe hoch und guck mal, was da so ist. Okay, hier oben ist einfach nochmal eine Tür. Ich glaube, da muss ich wahrscheinlich nochmal so einen Stein finden, damit ich hier durchkomme. Das ist ein Stein. Ich dachte, da liegt so eine Leiche. So halb so im Boden. Das sah schon wild aus. Ein kleines Smaragdspinn. Rissige Wand, die kann man doch benutzen. Man kann mir doch nicht sagen, dass ich die nicht benutzen kann. Ne? Boah, Alter, 3000. Deine Zwergennase ist auf Maximum. Ja. Er riecht da einfach durch. Folgt mir. Fechtwaffen ist halt, kann sie natürlich nicht erhöhen. Kann sie da irgendwas verbessern? Oh ja. Matrot! Was machen wir denn da? Weiß nicht. Sinnesschärfe machen wir mal nach oben. Dann kickt das vielleicht besser. Manchmal. Ihre Attacke, Parade 15, ne? Machen wir mal einmal die Gewandtheit nach oben. Und Körperkraft. Ja. So ist ihre Attacke wenigstens höher und die Parade braucht Intuition. Das ist aber dann schon ein bisschen hoch, ne? Sind viel, aber sie hat dann 16. Und sie ist dann auch an einigen Stellen halt einfach besser. Komm. Gebe ich gerade jetzt noch 2 Leben mehr. Das ist dann gar nicht mal so verkehrt. Vorgrimm. Was stimmt, bei dem waren wir ja gerade eigentlich. Waffen. Der kann halt sonst nichts anderes mehr. Der hat ja eigentlich schon alles, was er braucht. Schilde muss ich ihm nicht geben. Feindkampf ist er eh nicht gut. Ja gut, kann ich eigentlich seine Paradebasis noch stärken? Ja. 16. Oh, er hat nur so wenig Intuition. Ja. Körperkraft einmal 20. Ihr könnt es halt noch steigern, höher. Ihr könnt es einfach noch verbessern. Braucht er das? Nee.
einfach 57 Leben. Ach komm, wir bleiben einfach so. So verbleiben wir einfach. Ja, das ist dann. Könnte ihm helfen. Kralda, der ist eigentlich eh schon recht krass, was das angeht. Er hat aber voll wenig Intuition. Holy shit. Aber das bringt ihm halt auch nicht seine Paradebasis. Gewandtheit. Mach mal 16, ne? Dann erhöht sich seine Ausweichbasis auch. Intuition. Körperkraft könnte ich auch noch hochsteigen. Alter, was? Komm, wir machen es auf 12. Defensiv ist er ja eigentlich eh der King. Offensiv braucht er eigentlich nichts anderes mehr. Okay, Hammerschlag. Gut, den hat er jetzt halt noch nicht. Den kriegt er dann halt später. Wenn wir hier rausgehen, dann hat er halt eh 1000 Punkte mehr. Weil das muss ich jetzt nicht verbessern. Komm, dann gehe ich bei ihm einfach noch ein bisschen auf Leben. 55. Passt dann soweit. Dann hat er 65 Leben. Okay. Na, Klattes und ich sind dann da relativ gut. Leben verbessere ich bei mir noch. Um 1. Ja, 45. Das kommt mir dann auch besser. Selbstbeherrschung natürlich, damit die Wunden nicht so krass sind. Und sonst hier brauche ich eigentlich... Oh, Skeletarius. Na, den Skeletarius machen wir noch ein bisschen hoch. Ah, für den Kugelblitz reicht nicht mehr. Egal. Ja, das ist eh Max. Okay. Dann habe ich soweit mal alles verbessert. Weil in dem Punkt ist halt Qualität ist einfach wichtig. Oh, spinnen sie. Nimm das! Was die Arme klatt ist, ne? Die haut sich einfach mal den Armatrux drauf. Man hat auch null Damage gefühlt. Ja, ich bin froh, wenn ich einen anderen Stab mal habe. Ich hätte Valonions Stab eigentlich wieder nehmen sollen. Das wäre dann doch besser gewesen, ne? Wenn ich dann 10 Arzt 3 Punkte habe. Vielleicht mache ich das. Na, wobei, ich krieg später noch einen anderen Stab, der halt weitaus besser ist. Ich weiß nicht, ob der irgendwelche magischen Sachen da hat. Wobei, wahrscheinlich schon. Aber das kommt halt später. Ich denke mal, danach nehme ich vielleicht auch lieber Valonians Stab. Der gibt wenigstens plus 2. Hat einen D6 plus 2. Gibt mir keinen so einen Malus. Ich glaube sogar noch Verteidigung einmal nach oben. Der war gar nicht so schlecht. Und plus 10 hast 3 Punkte. Da kann ich mich jetzt echt nicht beklagen. Ich wundert aber auch, wie random eigentlich diese Aldessia einfach diese Flammenstiefel hatte. Das war dann doch schon ein bisschen, fragwürdig. Und hier ist auch einfach noch ein Fass. Steineiche, okay. Kann man mitnehmen. Ich gucke jetzt auf jeden Fall mal jeden Gang entlang, was da so ist. Ja, weil das Wichtigste hier sind ja schließlich immer noch die Abenteuerpunkte. Da ist noch eine da ist die große Spinne. Komm, ich beschwör mal. Bei meiner Axt. Alles klar. Das Skelett. Jetzt wird's ernst. Ja. Halbkreis bilden. Baum. Oh, 4 Wunden einfach gleich. Lass das mal vorgrimmen. Jawohl. Einkreisen. Mein
Silberfelle! Nein, im Spinnennest ist natürlich nichts. Mal gucken, ob hier noch mehr sind. Weil es eigentlich klar war, dass hier Spinnen sind. Und vielleicht gibt es ja auch hier am Ende von dem Tunnel nochmal so ein Artefakt. Das ist nochmal eine große. Kriegt einmal den Kugelblitz. Brecht ihren Widerstand. Komm schon. Ich versuche mein Bestes. Komm, ein Hammerschlag. Ja, okay. Es war jetzt nicht wirklich spektakulär eigentlich, aber... Giftpilze. Na komm, die werden mal von Vorgrim entschärft. Ach. Wir sind Tiefenarmmöben. Nimm das! Nimm das! Trei da einfach vor! Na komm, ich brauch mal schnell ein Skelett. Ich denke mal, ich werde auch beim nächsten Mal irgendwie so einen Elementaristen oder so. Nee, nicht den Elementaristen, sondern den anderen spielen. Dann einfach weiblich. Wäre ganz interessant, wie gesagt. Also sollte dann mal das Dingens kommen. Hier das Auge der Göttin. Jawohl. Halbkreis bilden. Dann wahrscheinlich mit so einem Charakter eher. Für Ronda auf Kamalor. Da kann ich nicht so, also, da kann ich nicht so lange rumtun. Und ich nehme einfach den Charakter, der dann am ersten dann einfach das, den Skeletarius schon hat. Weil da gibt es ja einen. Da würde ich sagen, das wäre ganz praktisch. Da spare ich mir auch ein paar Punkte. Man kommt auch relativ schnell hier hin. Da kommen noch mehr Spinnen. Okay. Muss ich gleich mal gucken, was die Amöben so dabei hatten. Vielleicht haben die ja noch ein paar Tränke dabei. Wäre eigentlich ganz praktisch. Zumindest für mich so jetzt. Weil ich wäre gerne schon ein bisschen besser vorbereitet. Ja, die stinken jetzt natürlich wieder. Aber ich habe keine Seife dabei. Tja. Das ist wie die Sache mit dem Salz im Zug. Ja, wirst im Zug gefragt, ob du Salz dabei hast? Da hättest du halt Salz dabei gehabt, ne? Wäre auch nützlich gewesen. Wie die Seife, wenn du hier irgendwo in den Untergrund gehst. Oh ja, wir haben die guten Sachen dabei. 10 Metallteile. Das wird jetzt hier ein bisschen länger dauern. In den Tiefen von Gruldur. Wobei, wenn wir erstmal so bei der Grollmannstadt sind, dann wird es eigentlich ganz, ich glaube, dann geht's, glaube ich, mal ganz schnell.
Jetzt hier oben sind halt noch einige, viele von diesen Zweiggängen wie hier, wo halt nicht so viel ist, aber wundert mich, dass da keine Falle drauf war. Ein Söldnerhelm. So, ich 96 Bolzen. Okay, ja gut. Gut, dann laufe ich jetzt wieder nach oben. So, dann haben wir... Oh! Ein paar Zwergengeister, die gegen Räumengeister kämpfen. Seltsame Erscheinungen wurde aktualisiert. So viele Gänge? Alle verzweigt? Sagt, bin ich hier auf dem richtigen Weg? Richtiger Weg? Ja, ja, aber er hat es verstreut. Jedes Teil woanders. Aufhalten will er dich. Wer, von wem redest du und was hat er verteilt? Die Schlüssel, er hat sie tief verborgen, auf dass niemand seinen Schatz erlange. Die Schlüssel für die anderen Rundtüren. Ich werde sie finden. Weißt du mehr über den Schatz? Und wer ist er? Der Schatz, er bewacht ihn. Er trägt an allem Schuld. Er ist der Schlimmste aller kleinen Scheusale. Also ich kann mir schon vorstellen, wer das ist. Ne? Ich möchte es aber noch nicht hier in den Raum werfen. Wir werden es aber noch früh genug rausfinden. Ah, hier sind wirklich viele Gänge und die sehr verzweigt sind. Oh, das sind noch mehr Amöben. Aufgepasst! Na klar, jetzt wird's ernst. Zwei Rondra. Ein Kreis. Ja. Zur Stelle. Brecht ihren Widerstand. Folgt mir. Ja. Jetzt wird's ernst. Nimm das. Ja, Halbkreis bilden. Ich versuche mein Bestes. Ja, die Amöbe sollte schnell tot bei sein. Meiner Axt. Soll zumindest schnell getötet werden. Zur Stelle. Formation. Halbkreis bilden. Ja. Folgt ihm. Komm schon. Zur Stelle. Formation. Ein Schwert. Ja. Komm, da schließe ich mal einen Feuerstrahl drauf. Na klar. Warum sind die jetzt eigentlich... Das bin ich. Warum sind die jetzt rübergegangen? Zerritus. Ja, die regeneriert halt jetzt wieder die ganze Zeit. Lass ich mal beeilen. Nimm das.
So. Metallteile. Okay, die hatte was ganz anderes dabei. Alte Streitakt. Die habe ich schon gelootet, okay. Schauen wir mal, hat. Ein magisches Schutzamulett der 8 Splitter. Immunität Gift. Okay. Dann Werfer der Saphir ziert. Um den Saphir wurde Kreis und 8 kleine Rubine eingefasst. Jeder der Rubine wurde durch ein Akanovi mit einem klaren Purum versehen. Okay. Wrong. Muss ich die nochmal. Nee, das hat er dann schon. Jawohl. Ich versuche mein Bestes. Gladys, ne? Die wird hier immer von jeglichem Gift immer umgehauen. Ja, das kommt mir dann relativ eigentlich ziemlich zugute. Also die Etikette braucht sie jetzt nicht unbedingt, weil die Etikette macht ja auch hier Trall da. Gut, dann kann ich ja den anderen Gang noch aufsuchen, der da drüben ist. Okay, hier sind einfach jetzt Wühlschrate aufgetaucht. Die hatten wohl Bock. So, Bock auf eine kleine Keilerei. Ja. Halbkreis bilden. Mein Gott. Bei Angroschbar. Alles klar. Ja. Baum! Fulminictus, immer wieder gut. Lass das mal vorgehen, Mann! Jawohl, einkreisen! Candidus! Full me! Oh, jetzt habe ich gegen mein Mikro geschlagen. Baum! Ja, der ist sehr effektiv gegen die. Lass das mal vorgreifen. Alles klar. Candidus. Ich baller mir jetzt aber keinen Zaubertrank rein. Oh, kann ich gar nicht looten. Oh, das sind noch mehr. Alter, wie viele kommen denn da? Komm, ich bestimme mal das Skelett wieder. Zur Stelle, Perondra und Pamalor. Bei meiner Eis. Jetzt wird's ernst. Können die auch Runden haben? Einkreisen. Nimm ein Schwert. Ein Bock. Für Bardo. Bam. Alles klar. Ha! Vorrat! MFG! Ja.
Au. Attacke! Bei Rondra, recht ihren Widerstand. Hey, ja. Oh, jetzt klatscht es am Boden. Mein Bei zur Stelle. Komm, ich baller mir jetzt erstmal so einen kleinen Hals, so einen kleinen. Zaubertrank. Nur also diese Martial Arts Künstler. Haben die eigentlich eine Lebensregeneration? Also das ist halt effektiv, wenn ich ihn treffe. Komm, ich nehme noch einen kleinen Heiltrank. Dann habe ich sie ja schließlich auch mitgenommen. Lass das mal Vorgrim machen. Was befehlt ihr? Tralda ist ja schon besser. Ich nehme jetzt keinen großen Zaubertrank dafür. Das sind zwar 40 und die Regeneration erhöht sich zwar pro Runde, aber trotzdem. Formation, mein Wille. Kommen alle auf einen. Mal voll durch den Kopf durch. Ja. Oh man. Wie hoch ist denn denn Parade? Nimm das! Ah ja, okay, die würfeln halt sehr schlecht. Nimm das! Ein Zwerg, ein Wort. Ich hab den Balsam gar nicht mit drauf. Das ist wieder fast voll. Das ist in Ordnung. Ich versuche mein Bestes. Ja, okay, Vorgrim, dann lauf einfach in die Falle rein. Feuergeister. Aufgepasst. Zum Glück habe ich die Brandsalben schon vorher gemacht. Na, ist er immun gegen Brennen? Ah, nee, doch nicht. Noch nicht. Wir haben so viele Leben. Meint ihr? Für Rondra und Farmalor. Ja, da bringt der Armatrus halt auch nichts mehr. Nimm das. Ich versuche mein Bestes. Bei Rondra. Halbkreis bilden. Fuck, mir fällt ein, ich muss mich hier noch bei dem Typen eigentlich melden. Hab ich jetzt ganz vergessen. Wir Rondra und Farmalor. Halbkreis bilden. Zur Stelle. Aufgepasst. Für Rutger.
Nimm das! Was befehlt ihr? Nimm das! Ein Zwerg, ein Wort. Oh, Zwergenstahl. Und Koscherstahl. Der wurde hier einfach versteckt. Okay, dann kann ich jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen, weil da sind wir ja fertig. Da unten auch. Und dann kann ich mal gucken, was hier drüben ist. Das ist eine Werkbank.